Ja, hallo liebe Italienfreunde, ich melde mich hier live aus Venedig. Hier findet gerade eine Riesendemonstration gegen die großen Kreuzfahrtschiffe statt. Es ist ja soeben das erste Kreuzfahrtschiff seit 18 Monaten wieder ausgelaufen und die Venezianer protestieren scharf dagegen. Hier ist richtig was los. Es gibt sehr viele Befürchtungen. Die einen sagen, der Massentourismus ist zu viel. Natürlich auch die Umweltschäden, die hier angerichtet werden durch die großen Kreuzfahrtschiffe. Wer das Auslaufen im Live-Bericht sehen möchte, ich habe das auf Facebook vorhin auf der Jesolo-Magazin-Seite live berichtet. Hier sind mehrere hundert Demonstranten. Es gab natürlich auch Gegendemonstrationen. Die Hafenarbeiter, die direkt vom Tourismus Betroffenen, die haben natürlich Interesse daran, dass diese großen Schiffe fahren. Allerdings ist hier eindeutig die Mehrzahl gegen diese großen Schiffe. Die Leute haben es satt, diese leeren Versprechungen der Politik, die immer wieder ein Ende dieser Kreuzfahrtschiffe in Venedig versprechen. Allerdings, man hat es jetzt live gesehen, nach 18 Monaten wieder von MS ein sehr großes Schiff wieder ausgelaufen. Daher verständlich diese Proteste hier auch zu Wasser. Mehrere Boote hinter mir zu sehen. Sind immer noch unterwegs. Aber natürlich auch von der Gegendemonstration der Hafenarbeiter waren ebenfalls Boote unterwegs. Sprecher sind hier auf der Bühne und berichten. Es ist hier richtig was los und die Menschen sind einfach sehr sauer, dass die Politik nach wie vor nur leere Versprechungen abgibt. Und es war gigantisch, was hier dieses Riesenschiff von MSC wieder vorbeigezogen wurde. Das Schiff ist höher als die meisten Häuser hier. Das kann man sich vorstellen, was da für eine Wasserverdrängung im Hintergrund passiert. Was das in der Lagune anrichtet, das sind die Leute einfach, das haben sie satt. Aber die Lobby der Kreuzfahrtindustrie dürfte hier definitiv noch stärker sein. Und ein Ende dieser Kreuzfahrtindustrie hier direkt in Venedig ist offensichtlich noch nicht in Sicht. Die Leute plädieren hier, man kann natürlich nicht sagen, gar keine Kreuzfahrtschiffe. Kreuzfahrt hat natürlich auch seine Berechtigung. Allerdings ist die Lagune hier dermaßen sensibel und von der Stadt einfach diese Wassermassen, was die Stadt dann unterspült, ist einfach auch gefährlich für diese Stadt. Und gegen das wird hier hauptsächlich protestiert. Die Venezianer sind hier einfach auf den Beinen und die Protestaktion No Grande Navi wird immer größer. Jede Protestaktion wird hier zieht immer mehr Leute an. Hier ist wirklich ordentlich was los. Wir werden Merchandising-Artikel verkauft. Dadurch organisieren sich diese Protestaktionen, finanziert sich auch damit. Es gibt eigene Büros, die hier angemietet werden von dieser Bewegung. Und mit diesen Merchandising-Artikeln finanzieren sie dann genau diese Büros. Ja, das war's hier live aus Venedig von den Protestaktionen No Grande Navi. In diesem Sinne, bis bald, arrivederci und ciao.